Anja und wir spielen heute zusammen mit der Easy Dishwashing Simulator, also Geschirrspüler-Simulator, okay? Ja, yeah, das mache ich den ganzen Tag! Roblox. Wäsche waschen, Geschirrspülen, putzen, mein Hobby. Absolut, mein Hobby auch. Hier, yes. Mein Geschirrspüler ist schon fertig. Guck mal, ich habe schon dreckige Sachen mitgebracht. Oh. Kann ich die vielleicht in deine Wohnung stellen? Bitte nicht! Es steht schon genug in meiner Wohnung. Das dampft so schön. Oh, das wird doch bestimmt hier steht bei dir. Fantastisch. Jetzt bin ich bereit, mein Geschirrspül-Empire aufzubauen. Ja, wirklich? Ja. Cool. Ja, ich meine, werde ich der beste Geschirrspüler der Welt? Ist die Frage, die wir heute beantworten. Wer wird besser Geschirrspülen, Ronja oder Easy? Finden Sie es heute heraus in einer neuen Folge von Geschirrspülsimulator. Von Mike, Roblox. Roblox. Wir haben bei der Easy auch schon eins gemacht, das sah identisch aus, hier möchte ich mal anmerken. Das war wahrscheinlich der gleiche Developer dran. Das war Waschmaschinen-Simulator. Ja, wir haben im Waschsalon gearbeitet, das war cool. Das war überragend. Übrigens kompletter Quatsch, ja? Die sind hier alle mit ihren Töpfen und Pfannen. Die macht man doch gar nicht in Geschirrspüler. Ich habe gelernt. Macht man nicht? Ja? Man soll keine Töpfe in den Geschirrspüler machen, weil das sonst die Beschichtung kaputt macht. Okay, ich gehe auch mal hier in den Store. Oh, bist du schon beim Store? Ich bin beim Store. Oh, warte, was kosten die Dinger? Sehr cool. Für was kriege ich so einen coolen pinken? Okay. Unwahrscheinlich, dass ich den kriege. Oh mein Gott, sind die teuer. Hier, 5. Den kann ich mir leisten. 10, den auch noch. 25 ist der nächste aus Cobblestone. Ich kann mir den aus Holz holen. Tun wir mal so. Okay, also hast du jetzt schon einen neuen Dishwasher, ja? Ich habe jetzt meinen neuen Dishwasher. Und du? Sehr nice. Ich habe tatsächlich auch einige. Ich habe schon. Du hast zwei. Einige, okay. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Aber ich habe hier sogar schon den aus Cobblestone. Nee, aus Bricks. Aus Bricks? Ja, ja. Bist du das Wahnsinn? So schnell schon. Ich habe ja auch schon vorher angefangen. Heimlich Geschirr gespült. Frisches Geschirr haben wir hier. Na gut. Warte mal. Ah, aha. Okay, ich hatte noch meinen anderen beladen. Ich musste den kurz einmal rausmachen. Aber die brauchen immer länger, ne? Ja, die brauchen immer länger. Aber dafür kriegst du auch noch sehr viel mehr Geld, wenn die einmal fertig sind mit Waschen. Na gut. Sowieso. Also ganz ehrlich, Ronja, mein Plot ist der beste. Dein Plot ist der beste? Ja. Ja, du hast halt auch schon 3 Geschirrspüler, sehe ich hier gerade beim Vorbeispeeden. Ja. Okay, zack. So, den einen habe ich auf mein Geschirrspül-Empire wahrscheinlich nicht so groß werden wie deins. Aber das ist okay. Oh, hier ist ein Käsegeschirrspüler. Was? Den will ich haben. Den musst du haben. Okay, du bist bald für dieses Spiel gemacht. Ja. Okay, warte. Ich kaufe mir jetzt gleich erstmal eine größere Tragetasche, weil ich glaube, das ist mein Main-Problem im Moment, dass alles immer so schnell voll ist. Ja, ich das weiß. Ist so nervig. Warte, wie viel kann man in deinen Steingeschirrspüler reinmachen? Ach, nur 6 oder 7. Also da passt auch gar weil nicht Weil das so ist doof, rein. Weil ich habe das Gefühl, solange es keine 5er geraden Zahlen sind, lohnt sich das gar nicht, weil man dann immer diesen Überzahlplatz hat. Hast du schon mal in der Küche gearbeitet? Ja, tatsächlich schon. Ich habe ja mal gekellnert. Nein, echt? Aha. Richtig lange cool. Sogar. Okay. Vor meinen Uni-Zeiten habe ich ein Jahr lang oder so habe ich gekellnert. Ach krass, das war eigentlich ganz gar nicht. Doch. Aber das war, ich weiß nicht, da war ich auch sehr unterschiedlich, weil ich hatte eine Chefin und die war super lieb und die hat mich quasi immer bei Sachen eingeteilt. Ich war da voll neu. Und die hat mich dann immer zu Sachen eingeteilt, die ich gar nicht konnte. Und dann war die so, hey, kannst du die ganze Inventarliste auswendig mit den Artikelnummern? Ich war so, nein. Und sie war, gar kein Problem, das lernst du schon. Hier, kriegst dieses Gerät, was nur funktioniert, wenn du die richtigen Nummern eingeben kannst. Oh nein. Und ansonsten stehst du ratlos vor den Leuten, die da Sachen bestellen wollen. Die sagen dann auch in einem rasanten Tempo, ja, ich hätte gerne eine große Apfelschorle, dann hier nochmal eine große Cola für den und dann nochmal, keine Ahnung, Mineralwasser für den Tisch. Und du bist nur so, aha, und du suchst in deinem Gerät und du bist nur so. Das ist auch nicht logisch sortiert. Das war nicht 1, 2, 3, 4, 5 durchnummeriert. Nee. Das waren dann so wilde Nummern. So 68 war dann Mineralwasser, 250 war eine Cola. Dann hattest du auch immer groß oder klein, noch unterschiedliche Nummern. Und wenn du das falsch eingegeben hattest, ja, dann war das in deinem Gerät drin. Und du dann ist ja gut, dass du jetzt nur noch Roblox spielen musst. Du hattest das, nein, das war richtig stressig. Weil das war in deinem Gerät, du hast das nicht rausgekriegt. Glaube das war dann da drin. Und ich war voll überfordert mit der Gesamtsituation. Aber danach habe ich es nach so 1, 2 Tagen hatte ich dann meine Nummern, die oft gefragt wurden, habe ich dann gelernt und dann ging's. Nach 1, 2 Tagen schon, echt? Ja, weil ich habe da ja eine Weile gearbeitet. Ich war ja da quasi ganztags. Ja. Und du hängst dann halt immer da bis Mitternacht und das war halt auch Sommer. Das heißt, das hatte so einen Außenbereich und da waren viele Radfahrer, die da vorbeigekommen sind. Und ja. Du hattest da,
keine Ahnung, die haben dann halt regelmäßig ihre Sachen bestellt und irgendwann hatte ich die Getränke drin. Und dann hast du so deine Standard-Essensbestellung und dann hast du es gerade gelernt und dann sind sie so, oh ja, wir haben eine neue Saisonkarte und du willst dich einfach nur innerlich. Oh nein. Das war so schlimm. Das war ein guter Job so, aber es war irgendwie weird, wenn du bis 12 Uhr arbeiten musstest und du warst einfach nur gestresst den ganzen Tag und dann haben dich alle angeschrien. Und du hast einfach gedacht, Gott, oh nein, ich kann's nicht. Ja, aber die Küche schreit dich an, wenn du die Sachen rausbringen sollst. Die Leute schreien dich an, weil ihre Sachen nicht rechtzeitig da sind, weil es super voll ist und die Küche nicht hinterherkommt. Keine Ahnung, die Leute, wenn du grummelige Leute hast, schreien die dich auch noch an, weil die irgendwie unzufrieden sind mit dem, was sie gekriegt haben, aus Gründen, die keiner kennt. Weil sie irgendwie sagen, sie hätten was anderes bestellt, aber stimmt gar nicht, obwohl es, keine Ahnung. Oh. Gut, dass ich nie bei dir essen gegangen bin, Ronja. Hey, 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 ich habe meinen Job gut gemacht. Ich wurde hier links und rechts, meine Chefin meinte, ich mache das toll. Ich meine nur, ich kann sehr grummelig sein, wenn ich nicht das kriege, was ich bestellt habe. Das war halt ein stressiger Job. Und entweder du konntest es halt halbwegs handeln und warst dann okay damit, oder halt nicht und du bist zusammengebrochen. Und ja. Dann hattest du eine und die konnte das nicht. Die hat irgendwie so ein Tablett mit Getränken runtergeschmissen, weil ihre Hände gezittert haben. Und das waren irgendwie so 20 Gläser mit so Biergläsern, die auch noch wackelig sind. Und die sind alle so ein halber Liter. Und das war, also es ist verständlich, dass das schwierig ist. Und dann hat die so ein Ding runtergeschmissen und das war alles voller Scherben und überall war der Kram und die musste das aufwischen und das war so voll und oh mein Gott. Und dann hat die einfach da gesessen und hat geweint. Das hat mir so leid getan. Ja. Oh. Das war bitter. Hast du nie gekellnert? Ich habe tatsächlich immer überlegt, so was mache ich. Und dann habe ich angefangen, Minecraft-Videos zu machen. Und dann irgendwann hat es geklappt, so, ne? Ja, nee. Ja. Das ist auf jeden Fall cooler Job irgendwo. Aber ja, ich meine, das war nicht so schlecht. Das andere war eigentlich ganz lustig. So, die Leute waren auch alle echt nett. Aber. Und du bist sehr nah an der Küche und hast immer was zu essen. Oh mein Gott, das war das Beste. Du konntest halt Pause machen und dir einfach in der Küche selber Essen bestellen. Du hast auch immer die ganzen Saisonsachen, standen hinten. Da hatten wir immer so süße Kartoffelpommes oder sowas. Easy Cheesy hat Roblox verlassen und arbeitet jetzt in einem Restaurant. Oh, das Essen war so gut. Vor allem habe ich da ja jeden Tag gearbeitet. Das heißt, ich habe mich nur noch von so Restaurantessen ernährt. Das war so lecker. Wie nice ist das denn? Oh. So wieder? Ja, und jetzt arbeitest du wieder als Geschirrspüler. Jetzt arbeite ich als Geschirrspüler. Full Circle. Aber voll produktiv. Ich habe jetzt ungefähr 15 von diesen Holzwaschmaschinen. Nein! Doch, doch. Wirklich? Ja, ja. Du hast niemals 15 Stück. Nein, ich habe keine 15 Stück. Wie viel hast du? Ich habe 6. Du hast 6 Holzwaschmaschinen? Aber wieso kaufst du dir keine anderen Waschmaschinen? Weil ich die cool finde. Ich mag die. Geschirrspüler. Ich mag die. Aber die bringen doch nicht so viel. Wie, die bringen nicht so viel? Willst du mich hier veralbern? Wie viele Knete hast du? Ich habe 137. Ja, siehst du. Wie viel hast du denn? Ich bin gerade stolze Besitzerin von 417. Was? Ja. Ja. Und ich habe auch schon hier die besten Geschirrspüler. Du musst mit der Zeit gehen, Ronja. Du kannst dir die ganzen Nee, hast recht. Nehmen. Absolut, absolut, absolut. Je besser nämlich deine Geschirrspüler spülen, desto teurer kannst du das Geschirr am Ende verkaufen. Verstehe, verstehe. Ja, das ist nicht ganz unwahr. Ja, ich glaube, ich habe diesen Militäreimer. Könnt ihr mir diesen Birthday Cake einmal kaufen? Da ist so ein Geburtstagskuchen-Eimer. Der ist cool. Ja, der ist cool. Ich möchte sehen. Vorbeilaufen. Ja, ich hätte gerne mehr Geld. Will ich gar nicht lügen? Ich fühle mich hier unterbezahlt als Geschirrspüler. Hier, bei dir. Oh, der sieht cool aus. Oh, ja, viel, ich weiß. Wie viel passt da rein? Das ist so nice, oder? 20 ja. Stück. 20? Ja, aber das sieht cool aus mit deinen Geschirrspülern. Die sehen sehr hübsch aus. Danke, aber die machen nichts. Die sind schlecht. Leider war es vielleicht nicht die beste Wahl, hier auf die grünen Holzspüler zu gehen. Oh ja, die haben Regenbogen-Geschirrspüler. Ich brauche größeren Eimer. Aber die sind so teuer. Ich glaube, der nächste kostet 250. Die sind sauteuer, ja. Ja. 250 habe ich jetzt noch nicht, aber bald. Ja, in Kürze. Aber du kannst dir ein Dish-Magnet kaufen. Für nur 120. Was? Aber ich glaube, der lohnt sich gar nicht, weil ich muss mein Geld sparen für den Eimer. Der Magnet ist der, der die Sachen für dich einsammelt, oder? Ja, genau. Ah, okay. Stimmt, der lohnt sich nicht wirklich, ne? Der lohnt sich nicht. Ich sammle dafür lieber das Goldene. Das lohnt sich, sage ich. Hoffe ich. Ansonsten sehe ich hier kein gutes Ende für mein Geschirrspülimperium. 220 Münzen. Das ist traurig. Ich will dich gar nicht fragen, wie viel du hast, während du da glücklich mit deinem Gold... nicht Goldeimer, aber du weißt schon. Dingseimer rumrennst. Viel. Wie viel hast du? 600 gerade. Ja, nicht so viel. 600. Das ist eine halbe Million.
So, und der du nächste... Du musst halt mit der Zeit gehen, weißt du? Genau. Ja, vorhin ja, schon nee, gesagt. Absolut. Ah, der kostet 600. Ja, dann kann ich es nicht so richtig ins Rollen bringen. Aber ich nehme den, das ist auch okay. Ja, wunderbar. Dann habe ich jetzt meinen Camo einmal. Den sieht dann auch keiner, weißt du? Der Tarnzins. Ach so, hast du den hingeholt. Clever. Ja, ja, danke. Nein, das ist ja blöd. Ah, bei dir, ich habe nicht genug Platz in meiner Waschmaschine. Ich bin doch auch hier inkompetent. Oh nein. Oh, es ist ein stressiger Job. Das Leben als Geschirrspüler, ja. Nicht einfach, ja. Ja, nee. Gut, das war's dann aber mit dieser Folge von Geschirrspülsimulator. Ich würde sagen, Easy hat möglicherweise gewonnen, ja. Also ich gucke mal nochmal auf deinen Plot. Ja, 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 gut. Oh, ich kann halt mir fast den Regenbogen kaufen. Der aus Käse ist halt auch cool. Die sind halt alle... Was ist das ganz links? Ist das... Was denn das hier? Soll das Holz sein oder was ist das? Ich glaube Magma oder Holz, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sehr nice. Na gut, ich gebe mal ein Geschirr verkaufen. Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schaut bei der Easy vorbei. Und, yeah, yeah. Genau, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!